Der so leicht dahin plätschernde See hat hier so eine Welle geschlagen, die ungefähr mit dem Berg übereinstimmt. Und jetzt ist die Frage an euch: A, welcher See ist das? Und B, welcher Berg? Also schon mal ein kleiner Tipp: Es ist nicht hinter der Uwe-Düne auf Sylt. Grüße Sie und grüße euch. Spaß beiseite: Wir wollen uns mit dem schwappenden Wetter aus Südwesten beschäftigen, das uns viel Regen in den kommenden Tagen bringen wird. Und mit der Wetterlage heute Nachmittag liegt dieses Tief hier über Südböhmen, trennt die Heißluft. Schaut euch das mal an: 24 Grad in 1500 Meter Höhe Richtung Ungarn. Und bei uns in Deutschland geht es auf unter 10 Grad runter. Und an dieser Linie wird natürlich diese Gewitterfront entstehen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch der sehr viele Regen. Hier wird ja alles gegen die Alpen gequetscht und dieses Tief hier wandert nordwärts und liegt dann morgen um 17 Uhr dann etwa zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder. Östlich davon ist die warme bis heiße Luft, westlich davon die kühlere Luft. Und hier kommt schon wieder ein bisschen wärmere Luft nach und da sind zwei kleine Tiefs eingezeichnet. Die sorgen dann dafür, dass am Samstag wieder wärmere Luft zu uns kommt. Es geht also hin und her und auch mit Regen einher. Und in der Nacht von Samstag auf Sonntag zieht nochmal ein Tief durch. Und wir haben hier, wir gehen noch einmal kurz zurück, die Isobarendrängung, die liniengleichen Luftdrucks. Je enger die liegen, desto windiger ist es. Es wird also auch ziemlich windig sein im Bereich dieses Tiefs, das in der Nacht von Samstag auf Sonntag die warme Luft im Osten mit der kühleren Luft aus Westen trennt und ebenfalls wieder Schauer und Gewitter bringt. Das große Thema wird aber der Starkregen sein. Und die Starkregengebiete, die ich jetzt hier vom Modell zeige, sind nicht in Stein gemeißelt. Erstens mal kann da weniger runterkommen, zweitens mal mehr und drittens mal können sich diese Starkregengebiete auch verschieben um 1 bis 200 Kilometer. Es geht hier nur um Wahrscheinlichkeiten. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir im Süden Baden-Württembergs und Bayerns dann in Vorarlberg, im Tiroler Oberland, in Liechtenstein und im Norden der Schweiz den größten Starkregen bekommen und auch vom Riesengebirge nordostwärts. Im weiteren Verlauf der Nacht haben wir von Schweizer Mittelland über Baden-Württemberg bis rauf nach Brandenburg das Starkregengebiet. Morgen Vormittag einmal rund um Berlin-Brandenburg. Wie gesagt, kann da sein, kann da sein, kann da sein. Ein bisschen weiter südlich kann auch schwächer ausfallen. Das sind Wahrscheinlichkeiten. Und dann nochmal im Süden Thüringens sowie in Franken und in Württemberg. Bis zum Abend wandert dann dieses Starkregengebiet nach Norden. Und das, was ihr hier hinter seht, das ist teilweise auch ergiebiger Regen, aber kein Starkregen mehr. Das sind noch ein paar Schauer und Gewitter, die folgen. Der nächste Starkregen steht dann am Samstagnachmittag auf dem Programm rund um Belgien, Luxemburg, dann auch noch im Nordosten Frankreichs und in Deutschland westlich des Rheins. Dieses Ding wandert in der Nacht auf Sonntag ostwärts, wird so ein bisschen zerstückelt, aber wieder in den Gebieten hier, wo es Starkregen gab, wird es den wohl wieder geben. Und auch im Westen sind wir dann mal dran mit ergiebigem Regen. Und wenn wir das aufsummieren bis einschließlich Sonntag, kommt nach Modell das heraus. Die Spitzen habe ich mal eingezeichnet zwischen 70 und 85 Liter auf den Quadratmetern. Das ist innerhalb weniger Tage. Das ist schon eine ganze Menge, auch Sonntag. Sonst kriegen wir was ab. Gehen wir noch mal ein paar Tage weiter und sind jetzt am Samstag in einer Woche. Das sind die Niederschlagssummen ohne eine ausgeprägte 5B-Lage. Da kommen verbreitet 60 bis 115 Liter auf den Quadratmeter zusammen. In manchen Gegenden dazwischen weniger. Aber das sind jeweils die Spitzenwerte. Wird ziemlich nass. Wenn wir das europäische EZMWF-Modell mit einbeziehen, das immer noch die 5B-Lage auf Lager hat, dann gibt es zwischen 170 und über 200 Liter Regen auf den Quadratmeter. Das wäre dann hochwasserträchtig von den Alpen bis Richtung Sachsen. Das ist also alles noch nicht in Stein gemeißelt, was in der kommenden Woche passiert. Was passiert heute? Wir haben in der Westhälfte vor allen Dingen schon erste Schauer und Gewitter. Teilweise fallen die auch kräftiger aus. Die ziehen dann mal durch und dann wird es für einige Stunden wieder sonnig und später folgen erneut Schauer und Gewitter. Und so sieht das Ganze dann am Spätnachmittag aus. Wir haben hier diese Linie mit Schauern und Gewittern. Ihr wisst, diese Trennlinie zur Heißluft, da können Unwetter entstehen. Davor wird Wüstenluft nach Norden transportiert. Da geht eine richtig heiße Düse. Ansonsten dreht der Wind auf nördliche bis nordwestliche Richtungen. Die Temperaturen erreichen in so ein paar Wolkenlücken in NRW und Niedersachsen bis zu 25, Richtung Oder und Neiße 26 und im Osten Österreichs 29 bis 39 Grad. Richtung Ungarn sind auch 40 Grad drin. Ansonsten liegen die Werte zwischen 18 und 24 Grad. In der Nacht regnet es weiter, von Berlin-Brandenburg über Sachsen bis in die Ostalpen rein. Sonst sind noch ein paar Schauer unterwegs. Dieser Regen wandert morgen tagsüber, wir haben es
eben gesehen, weiter nach Norden. Sonst gibt es weitere Schauer und Gewitter, die sich dann am Nachmittag immer weiter nach Nordosten zurückziehen. Und am späteren Nachmittag haben wir dann doch verbreitet schon wieder deutlich mehr Sonnenschein und die Schauer- und Gewitterwolken fallen mehr und mehr in sich zusammen. Der Wind ist ziemlich unangenehm, kommt hier um dieses Tief herum gegen den Uhrzeigersinn. Die Temperaturen erreichen im Regen 15 bis 17, sonst 18 bis 25 auf der Alpen-Südseite in Österreich bis zu 28 Grad. Jetzt kommt der eigentlich schöne Samstag. Da haben wir in der gesamten Osthälfte längere Zeit Sonnenschein. Im Osten Österreichs sind wieder bis zu 30 Grad drin, sonst sind es 21 bis 27 Grad. Und am Nachmittag tauchen dann von den Benelux-Ländern und Frankreich her zum Teil schwere Gewitter auf mit Unwettergefahr und auch der Gefahr von Sturm. In der Nacht auf Sonntag ziehen die über uns hinweg und am Sonntag tagsüber bleibt es im Norden windig mit weiteren Schauern und Gewittern und entsprechend gedämpfteren Temperaturen. Im Süden setzt sich wieder die Sonne durch und vor allen Dingen im Osten Österreichs steigen auch die Temperaturen wieder deutlich an. Wir nehmen noch den Montag mit rein. Der wird oder wahrscheinlich wieder ein Unwettertag werden. In der Osthälfte ist es zunächst sonnig und heiß. Es zieht dann eine Kaltfront auf mit der Gefahr von schweren Sturm- und Orkanböen. Das kann wieder eine richtige Gewitterwalze werden, wie neulich mal. Das ist weniger der Starkregen, der langsam fällt, sondern mehr der Wind, der durchfegt. Und dahinter folgen weitere Schauer und Gewitter bei Böen im Wind. Und es wird entsprechend kälter. Gehen wir ganz kurz mal auf die Temperaturen wieder für die nächsten Tage ein, für den Norden Deutschlands. Das alles in einer Seitwärtsbewegung hinten raus. In der letzten Juli-Dekade steigen die Temperaturen mal ein bisschen an. Die Niederschläge gehen auch etwas zurück. Es bleibt aber, wenn man das so sieht, einfach unbeständig. Im Westen Deutschlands ebenfalls erst einmal gedämpftere Temperaturen, dann gibt es einen Knick in der nächsten Woche, da geht es sogar nach unten, dann aber nach oben und es wird in der zweiten Vorhersagehälfte deutlich wärmer als jetzt. Das, was wir hier sehen, diese Knubbel da, die nach oben gehen mit dem möglichen vielen Regen, das ist diese 5b-ähnliche Wetterlage, die eben viel Regen bringen kann. Das ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Im Osten dasselbe Spiel. Da ist zwar der Hauptlauf dabei hier in Grün, der weit nach oben geht, aber viele andere Läufe zeigen auch noch Niederschläge, die dann Richtung letzte Juli-Dekade ein bisschen nachlassen. Das Temperaturniveau steigt im Osten auch wieder an und dürfte dann ab dem 18., 19. hochsommerlich sein. Im Süden Deutschlands ist das eine sehr, sehr nasse Angelegenheit, auch mit den Optionen auf eine 5b-Lage. Der Hauptlauf zeigt hier einmal kurz viel Regen mit der Front, die da durchzieht, aber viele andere Läufe danach ebenfalls viel Regen. Wenn da mal so viel Regen runterkommt, 200 Liter, dann sind wir mindestens noch eine Woche danach damit beschäftigt, dass das Wasser erstmal in den Böden versickert und aus den Flüssen und Seen wieder abfließt. So richtig sommerlich kann es da noch nicht werden. Und bis hinten raus bleibt es hier wechselhaft, nur auf einem höheren Temperaturniveau und der Teufel steckt im Detail. Da haben wir hier noch ein paar Läufe, die ganz weit unten bleiben. Muss man auch so im Hinterkopf behalten. Das hat damit zu tun, dass wir dann ein Skandinavienhoch haben und hier im Süden Deutschlands fummeln sich dann kleine Tiefs ein, die in Alpennähe viel Regen bringen, was zum Beispiel für den Osten Österreichs sehr, sehr wichtig wäre. Hier haben wir eine ganz, ganz schwere Dürre, auch durch die Hitze, die wir bisher hatten. Jetzt zu guter Letzt hängen wir noch ein bisschen was dran, weil ich ja eingangs gesagt habe, ich werde oder wollte es sagen, dass viele fragen, wann wird es denn endlich mal stabiler? Das NOAA oder die NOAA-Behörde hat ja ein Modell, das ungefähr rausgibt, wird es ein bisschen trockener, wird es ein bisschen wärmer, wird es ein bisschen nasser oder kälter sein. Und die aktuelle Berechnung zeigt eben in der Südosthälfte deutlich mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel, an den Küsten weniger. Und wenn wir in den August schauen, ändert sich an der Strukturverteilung des Niederschlags wenig. Das heißt, der Sommer sollte danach genauso weitergehen, so wechselhaft, wie wir es eigentlich schon lange besprochen haben. Und wie könnten die Schlagzeilen dann aussehen? Es war der nasseste Sahara-Sommer aller Zeiten. Zwinker.